Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, tatsächlich bewegende Momente, lieber Norbert. Die Standing Ovations hast du dir im wahrsten Sinne des Wortes redlichst verdient. Und wie du bist, war es dir natürlich auch unangenehm, weil ich habe selten einen Präsidenten erlebt, der so uneitel ist wie du. Nicht der Präsident gegen dich jetzt, sondern es waren... Und das, was dich auszeichnet, Norbert, ich durfte das schon bei anderer Gelegenheit sagen, ist, dass du tatsächlich ein unglaublich starkes Wertefundament hast, dass du an diese Bewegung, an diese Gesinnungsgemeinschaft der Fraktion christlicher Gewerkschafter, aber auch des ÖRBs immer geglaubt hast und dich dafür eingesetzt hast. Und das sind jetzt keine leeren Worte oder salbungsvoll, weil man es jetzt einfach so macht, wie man es macht, wenn der Bundestag da ist und ein Wechsel bevorsteht an der Spitze. Sondern ich habe das persönlich erlebt. Ich habe das als Landesobmann des ÖRB Wiens erlebt, wo der Norbert Schnedl stark an unserer Seite immer gestanden ist, wenn es darum gegangen ist, das, was er heute schon einmal erwähnt hat, nämlich das christlich-soziale Erbe zu erhalten. Und das ist nicht auch da wieder eine Worthülse, sondern tatsächlich gemacht, getan, umgesetzt. Du hast das christliche Vereinshaus erwähnt. Tatsächlich eine Institution, denn es zeigt ein Stück weit das Wertefundament manifestiert, dort wo der ÖRB gegründet worden ist, dort wo Louis Weinberger sich auf den Weg gemacht hat zum Schottenstift, um die Volkspartei zu gründen. All das ist erhalten worden und bis heute da, weil es Männer und Frauen gegeben hat, die sich dafür eingesetzt haben, dass dieses Erbe weitergetragen wird. Und das warst auch du, Norbert, und ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Und diese Leidenschaft im Einsatz für die Bewegung, für die Anliegen der Menschen, das zeichnet dich auch so aus, war dir nie, sage ich jetzt einmal in der Kombination, so für dich verbunden, dass du damit automatisch die Öffentlichkeit gesucht hättest. Ganz im Gegenteil. Du hast immer gesagt, zuerst wird verhandelt, zuerst wird geredet, dann wird geschaut, was wir erreichen und dann reden wir drüber in der Öffentlichkeit. Und dieses vertrauensvolle Verhandeln, dieses Aufeinanderzugehen, dieses Zuhören, dieses auch Streiten, was notwendig ist, oder Diskutieren, da sind heute alle gleich erschrocken, wenn man diskutiert und die Meinungen austauscht, aber das ist so wichtig, um eben auch schwierige Herausforderungen zu lösen. Dann warst du einer, der da immer gestanden ist, überzeugt war von dem, was er sagt, aber immer bereit war zuzuhören. Eine großartige Eigenschaft. Ich weiß, du bleibst uns ja Gott sei Dank erhalten im internationalen Bereich. Das freut mich sehr, wenn wir da auch weiter zusammenarbeiten dürfen. Und so, wie du deine gesamte Amtszeit angelegt hast, hast du auch die Übergabe geregelt. Es ist kein Zufall, dass die Romana einstimmig nominiert worden ist. Und es ist kein Zufall, dass du auch für dich selbst zum Entschluss gekommen bist, die Romana zu nominieren. Sie muss von euch heute gewählt und bestätigt werden. Aber ich kenne die Romana Deckenbacher auch schon geraume Zeit. Man sieht es ihr nicht an, aber mir. Und das Interessante ist, ich durfte auch ihr Betreuungsmann da sein und habe sie da kennengelernt, tatsächlich als leidenschaftliche Kämpferin in keinem einfachen Umfeld, so wie wir heute schon gehört haben, lieber Karl. Und die Romana ist eine leidenschaftliche Kämpferin auch für die Sache mit sehr viel Sachverstand, aber auch mit der ausreichenden und notwendigen Emotionalität, um den Forderungen auch tatsächlich Nachdruck zu verleihen. Liebe Romana, ich freue mich sehr für dich, dass du diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen darfst, wenn die Bestätigung erfolgt. Demut vor dem demokratischen Votum. Aber gleichzeitig auch ist es dir, Norbert, zu danken, dass da dieser Übergang auch so geeint, geschlossen und stark ist. Denn die christlich-soziale Bewegung, die verdient das im wahrsten Sinne des Wortes. 1951 kam die Trennung zwischen ÖRB und FCG, um den ÖGB, den österreichischen Gewerkschaftsbund, so kampfstark als möglich zu halten. Und wisst ihr, was interessant ist? Es gibt ja die FCG und daneben gibt es die FSG. Und bei uns heißt es eben Fraktion christlicher Gewerkschafter und dort heißt es Fraktion sozialistischer oder sozialdemokratischer Gewerkschafter, je nach Zeitepoche. Und das drückt aber ganz viel aus. Und wir erleben die Diskussion gerade heute wieder. Unsere Wertvorstellungen im Wettbewerb zu denen von Marx. Wer hätte das gedacht? Der Marxismus wird wieder erwähnt und als Lösungsmodell für gesellschaftliche Herausforderungen hervorgezogen aus dem Archiv der Geschichte. Das Bittere ist nur, kein einziges Land, kein einziges Volk
der sich dem Marxismus verschrieben hat, war jemals glücklich regiert oder konnte sein Glück frei entfalten. Die christlich-soziale Bewegung aus dem 19. Jahrhundert heraus entstanden, die industrielle Revolution hat gerade stattgefunden und der Papst hat einen Enzykliker verfasst, Rerum Novarum, das ist die Basis unseres christlich-sozialen Verständnisses, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, keine Klasse, nicht die Masse, die Solidarität zu leben, das heißt Hilfe zur Selbsthilfe und nicht Erziehen zur Abhängigkeit. Und die Freiheit als höchstes Gut zu bewahren und zu verteidigen, wenn wir an das Prinzip der Subsidiarität denken. All das ist christlich-soziale Ideologie, ist getragen von der christlich-sozialen Arbeitnehmerinnen und Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung. Der Leopold Kunczak war Sattlergehilfe und hat in seiner Zeit unglaublich viel soziales Elend und Armut kennengelernt. Und er hat kein kommunistisches Manifest gebraucht, um zu erkennen, was wichtig ist für die Menschen, um ein Leben in Würde zu führen. Und das Besondere an uns, an christlich-sozialen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmervertretern ist, dass wir uns für den Menschen einsetzen, aber die Freiheit des Menschen, die Selbstbestimmtheit, das Individuum dabei niemals übersehen und nicht das Kollektiv in den Vordergrund stellen, sondern immer uns darüber Gedanken machen, was bedeutet es im Großen und Ganzen für alles, was Gesellschaft ausmacht, auch der Umgang mit der Natur. Klimaschutz ist keine Erfindung der neuen Zeit und Umweltschutz, sondern ein Kern der christlich-sozialen Bewegung, weil der sorgsame Umgang mit der Schöpfung eines der obersten Gebote ist. Das alles seid ihr, das alles sind wir. Christlich-soziale, ein Wort, das man schon lange nicht mehr gehört hat, oft verspottet, mit Häme bedacht und doch so stark und unerschütterlich dank Menschen wie der Norbert, wie der Fritz, wie viele, die davor gearbeitet haben, daran, dass die FCG den Stellenwert bekommt, den sie verdient, kein Monopol auf marxistisch-sozialistisches Alleinstellungsmerkmal, um sich für Menschen zu engagieren, sondern geprägt aus den christlich-solidarischen Gedanken heraus, den Menschen in den Mittelpunkt stellend. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist für mich eine besondere Auszeichnung, heute diese Grußworte entrichten zu dürfen. Die familiären Gründe sind leicht erklärt, deswegen bin ich nachher gleich wieder dahin. Mein Sohn wird heute operiert, ist jetzt gerade im OP und ich werde dann die Chance haben, dass er in der Aufwachphase dann wieder mich sieht. Und es ist nichts Dramatisches, es ist nur leider notwendig, es zu tun und deswegen danke für die Flexibilität. Aber es ist tatsächlich für mich eine Ehre und Auszeichnung, hier vor euch zu stehen, weil die christlich-soziale Ideologie wichtiger wird denn je. Der sogenannte Werteverlust in der Gesellschaft, die Verwirrtheit, die Ränder, die extremer werden, links wie rechts, all das sind jetzt Phänomene der Zeit, denen man wiederum nur begegnen kann, wenn man selbst weiß, woher man kommt und wohin man gehen will. Und die Menschen haben Angst. Der Norbert hat es erwähnt. Die Gewerkschaft hat hier eine ganz wesentliche Rolle gespielt, um die Angst zu nehmen, um auch Sicherheit zu geben. Auch da an euch alle, an die Betriebsrätinnen und Betriebsräte, vielen Funktionärinnen und Funktionäre, ein großes Danke für Ihren Einsatz, weil das Angstnehmen ist das Wichtigste in der Zeit der Krise, weil Angst führt immer zu Irrationalität und zu gefährlichen Schlüssen. Das ist gelungen, aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch einen weiten Weg zu gehen und wir gehen ihn geschlossen, wir gehen ihn geeint, wir gehen ihn im Sinne der christlich-sozialen Ideologie, dass der Mensch immer im Mittelpunkt zu stehen hat und wir alles dafür tun sollen und werden, dass es auch so bleibt. Liebe Romana, ich wünsche dir alles, alles Gute für deine zukünftige Aufgabe. Ich werbe um ein starkes Votum für die Romana, ein starkes Signal christlich-sozialer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmervertretung. Und ich verneige mich vor dir, Norbert, für deinen Einsatz und die Leistungen für die Fraktion christlicher Gewerkschafter.